Leute, hallo. Wir grüßen euch. Heute ist der Tag, unser letzter Tag, wunderschön in Bali. Und ja, morgen fliegen wir dann wieder nach Europa. Nach Wien? Besser gesagt nach Wien, ja. Zuerst, glaube ich, 9,5 Stunden nach Doha. Ja. Und von Doha nochmal 5,5 Stunden mit Qatar Airline, glaube ich. Qatar Airline. Und ja, die Kinder freuen sich schon, können viele Filme schauen. Aber wir würden gerne noch kurz was zu Bali sagen, ja, wie uns diese paar Wochen hier auf Bali in diesem wunderschönen Haus gefallen hat. Was sagst du, Baby? Was hat dir am besten gefallen hier? Ja, die Ruhe war halt super hier. Es war, wir haben nicht viel gemacht, aber dafür sehr ja. Qualitativ entspannt. Ja. Naja, man muss schon sagen, dass wir trotzdem viel gemacht haben, auch von den Videos her ja, und das, so. Ja, aber sonst, ich muss auch sagen, ich habe mich wirklich gut entspannen können. Und irgendwie werde ich das vermissen, dass in der Früh, wenn wir da aufgestanden sind und dann diese ganze Ruhe, ich habe für die Anna Kaffee gemacht, Frühstück, Wasser hingestellt. Und das war schon irgendwie cool, oder Baby? Das war super, dann nach einer Stunde oder zwei sind dann die Kinder gekommen, dann haben wir das irgendwie beredet, was wir so machen. Und ja, von Bali her muss ich sagen, dass ich überrascht bin. Eigentlich, die Leute sind so nett hier, oder? Das habe ich gar nicht erwartet, dass die Menschen so freundlich sind. Keiner hat irgendwie versucht, uns irgendwie zu, wie sagt man, betrügen oder was? Betrügen oder bescheißen. Mir fällt jetzt kein anderes Wort. Aha. Irgendwie. Ja. So wie, nein, so wie das. Nicht. Sie nicht so irgendwie, wollte ich sagen, Leute, nicht irgendwie so anstrengend, wie das in Thailand war, in Patong oder so. Massage auf jedem Eck und jeder will dich. Gut, dass sie dich nicht ins Restaurant reinziehen. Oder ins Tuk-Tuk. Ja, oder ins Tuk, die Tuk-Tuk-Fahrer. Das hast du alles hier nicht. Wirklich, muss ich sagen, bin ich sehr überrascht. Die Leute auch sehr nett, sehr freundlich. Hat uns sehr gefallen. Hier in der Nähe von uns, das war auch sehr positiv. Diese Organic-Restaurant, ja. Ne? Das war super. Wir haben oft die Weizengrassäfte getrunken und irgendwelche so Eissachen haben die da auch so vegan. Ja, Smoothie-Bowls, Raw-Cakes. War super. Ja. Wirklich. Das heißt, muss ich sagen, uns hat wirklich gefallen. Diese Wochen haben wir wirklich genossen, aber irgendwie freuen wir uns auch schon wieder nach Europa, die Family zu sehen, die Freunde und ich freue mich vor allem auf das Essen. Muss ganz ehrlich sein, ich freue mich schon auf das Essen. Ich habe keine Lust mehr auf Reis oder sonst irgendwas. Einzige, was ich vielleicht vermissen werde, sind die Kokosnüsse oder diese exotischen Früchte, die Drachenfrucht. Das haben wir wirklich jeden Tag gegessen. Das war wirklich super. Aber egal, ich glaube, wenn wir wieder in Europa sind, da gibt es wieder auch Obst, was gerade in Saison ist. Ne? Was genau. Die, und deshalb freuen wir uns schon irgendwie. Heute gehen wir ein bisschen früher ins Bett. Weil wir müssen ungefähr um 4:30 aufstehen. Das heißt, wir fliegen am Tag und irgendwann am Abend, so um 8 Uhr oder sowas, kommen wir in Wien an. Und ja, das heißt, wir sehen uns dann morgen in der Früh. Wir hoffen, dass der Taxler in der Früh auch kommt. Und ja, dann zeigen wir dir nochmal den ganzen Weg. Und wir sehen uns dann am Flughafen und dann später in Wien. Das heißt, bis morgen. Morgen, Leute, es ist ungefähr 5 Uhr in der Früh, wir sind schon aufgestanden, die Anna macht sich auch schon fertig. Springen wir noch im Pool, Baby? Ja, genau. jetzt die Kinder noch schnell aufwecken und dann ungefähr in einer Dreiviertelstunde ab zum Flughafen, das heißt, wir sehen uns. You promised me to tell if there's anything haunting you. Leute, wir sind gerade am Flughafen angekommen, jetzt haben wir aber noch Zeit, aber wir sind lieber früher, dann haben wir Zeit, gehen wir noch irgendwo frühstücken und dann ab nach Vienna. So Leute, wir haben eingecheckt und da wird sie nicht glauben, was uns passiert ist gerade. Wirst du es sagen, Baby? Nein, bitte nicht, sonst reg ich mich auf. Wegen 20 Minuten, dass wir länger geblieben sind in Dubai, wollte ich sagen, in Bali. Und zwar aus 20 Minuten, oder? 20 Minuten länger. Und 12 Sekunden. Müssten wir nochmal für jede Person 300.000 Rupien zahlen. Das ist ungefähr 20 Euro. Ein bisschen über 20 Euro. Ja. Und jetzt schnell musst du Bankomat suchen. Die haben kein Automat, so viele Kreditkarten. Na, und das ist das, was so stressig jetzt. Und das heißt, kennt ihr euch? Schaut bitte genau, wenn ihr in Bali seid.
wie lange du bleibst, weil es reicht, wenn du nur eine Minute länger bleibst und musst du gleich 300.000 zahlen. Das heißt mal 6, genau. Da kommt gleich... Nein, das Problem ist ja nicht nur das, dass sie... Wir sind 30 Tage hier gewesen eigentlich, aber sie zählen den Ankunftstag schon mit. Ja. Das heißt, wir sind am... Wie war das? Wir sind am 8. gekommen und am 7. gehen wir, oder? Ja, jetzt ist egal. Sie, ja. Und sie haben aber den mitgerechnet schon. Aber wir sind eigentlich um Mitternacht, kurz vor Mitternacht angekommen. Ja. Das heißt, eigentlich wäre das schon der 9. gewesen. Aber es waren halt 20 Minuten und 12 Sekunden zu früh. Ja. Ja? Was ja. dir auch selbstverständlich keiner sagt. Ne? Wir waren, das weiß ja keiner, ja. dass wenn du dann... Ein Tag länger bleibst wegen einem Tag. In Amerika haben wir für 3 Monate 40 Dollar bezahlt pro Person. Ne? Jetzt hast du pro Tag, das ist ganz, ganz schön ja. hochgegriffen. Weil zuerst ging auch nicht alles auf einmal abheben. Hier ja. hast du so blöde Bankomaten, da gehen noch ja. 500.000 Rupien pro Tag. Ja. Das ging zuerst nicht und dann sind wir zurück, dann haben wir gesagt, es geht nicht mehr, weil ich habe es ja. öfters probiert, es ging einfach nicht. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann canceln wir den Flug. Dann hat er Katar angerufen, Katar war sofort da, hat gleich durchgegeben, dieses Gepäck bitte rausholen, wir canceln. Dann hat er gesagt, wir können doch nicht canceln, wir können nicht hierbleiben. Und dann sagt er, ja, bis wir es zahlen, müssen wir hierbleiben und pro Tag geht es dann weiter. Also jeden Tag 300.000. Ja. Ja, und dann habe ich gesagt, na, dann müssen wir eine Bank finden und ja. Ja, vor allem die Flüge waren über 4.000 Euro. Ne? Das heißt, stell dir vor, die canceln unseren Flug und dann musst du neue Flüge. Und vor allem, wenn du einen Monat davor buchst oder zwei, dann sind die Flüge auch billiger. Wenn es dann am nächsten Tag wären, die Flüge vielleicht 10.000 Euro ja, für 6 Personen, kriegst, wenn du überhaupt was kriegst. Es ne? geht ja gar nicht jetzt darum, was die kosten, aber ja. du steckst dann fest. Du steckst fest, weißt dann ja. nicht, wo du hin sollst. Aber jetzt müssen wir nicht feststecken. Jetzt fliegen wir doch nach Vienna. Nach Vienna. Wir freuen uns schon nach Europa. Jetzt ist wieder alles gut. Jetzt muss ja. man wieder langsam runterkommen von diesem ganzen Stress. Wir sehen uns in den Flieger. Ja. So Leute, wir sitzen schon endlich in den Flieger. Stimmhäuschen. Die freuen sich schon. Jetzt dürfen es 1,5 Stunden. Filme schauen oder spielen, da gibt es so Konsolen auch, wir können es spielen, das ist wirklich, Katar Airline ist schon wirklich toll, ich freue mich schon auf das Essen. Und Spiele, Filme, ganz ja, neue, super. Alles. Was isst du denn da Feines? Hm? Raw Food? Das hast du noch von der Mami bekommen? Das ist das beste Essen hier an Bord. Ha? Cool! It's only fun and games if you bite off more than you can chew. Just leave it like that. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leute, wir sind gerade angekommen in Doha nach 9,5 Stunden und jetzt ist ungefähr eine Stunde, haben wir gleich nächste Flug, 5,5 Stunden. Ich freue mich schon, wenn wir in Wien ankommen. Ich auch. Du auch? Super, Mäuschen. Ja, dann noch 5,5 Stunden ja. und dann sind wir in Europa. Hm? Freut ja. euch schon? Ja. Falsche Türkinder? Nein, stimmt. So Leute, wir sind endlich angekommen. Gott sei Dank sind wir endlich in Wien. Zuerst 9,5 Stunden, jetzt 5,5 Stunden, jetzt sind wir schon ziemlich müde. Aber happy, dass wir wieder nach 8 Monaten wieder in Europa sind. Jetzt warten wir, bis
unsere Taschen kommen und dann ab. Hallo Leute, wunderschönen guten Morgen. Wir haben uns gestern nicht mehr gemeldet, wir waren einfach nur fertig. Dafür war ich heute um 4 Uhr schon wach und um 4:30 schon in dem Praterpark habe ich schon trainiert. Wir konnten alle einfach nicht schlafen, weil wegen diesem Jetlag oder keine Ahnung, dafür bin ich jetzt aber schon müde. Aber jetzt, da ist schon André, jetzt warten wir, bis der Rest von der Family kommt und dann gehen wir einkaufen. Wir brauchen einfach nur eine Garderobe und gehen wir jetzt ein bisschen spazieren und einkaufen. Am Abend gehe ich ein bisschen fort, habe ich mich mit Freunden verabredet und ja, dann schauen wir mal, was wir noch so unternehmen. Gefällt euch das, Kinder? Ja. Ja? Schaut, was der Mathe hat. Wir haben vor, auf eine Hochzeit zu gehen, aber ist leider zu klein, ja. Mäuschen? Ja, wir schauen, ob es größer geht. So Leute, wir haben brav eingekauft, ganz neue Kleider. Ein Minirock hat der Mathe bekommen. Spaß. Der Rest der Familie, die sind noch dahinter, die Schwiegermutter ist auch mit. Und jetzt sind wir ein bisschen im Prater, in der Praterpark. Es ist so schön hier, haben gerade frisch gemäht. Das riecht so irgendwie, das ist so einzigartig. So Leute, ich habe noch gar nicht gefragt, der Anna, wie sie in Wien gefällt wieder. Ja. Ha? Was sagst du, Baby? Ja. Eigentlich ist überall schön, ne? Wenn man so... Ja, aber ist es schön, wieder in Europa zu sein, oder? Nach 8 Monaten. Ja, es ist wieder... Irgendwie anders ist es halt, ja. Ja, und viele Sachen, die wir halt in Asien nicht hatten, auf die freue ich mich jetzt schon hier. Auf jeden Fall. Ich freue mich vor allem aufs Essen, was in Asien nicht war. Bei mir geht immer alles übers Magen. Ja, Reis essen wir sicher nicht viel. Ja, nein, das glaube ich auch nicht. Und vor allem, wir waren schon in DM, wir waren schon so richtig so Sachen, was du auf den Reisen nicht bekommst. Ja. Ne? Das haben wir gestern so viel eingekauft, wirklich. Die Kinder haben es richtig so draufgestürzt wie die Geier. Ja, manche Sachen, die vermisst du halt einfach. Und genau. Dann ist gut, wenn du wieder mal ein bisschen hier bist. Genau. Am besten, ich habe schon vergessen, ich war schon heute in der Früh hier, habe ich mir einen sehr guten Freund getroffen von früher. Er hat bei mir trainiert und habe ich gleich 2 Kampfkunstvideos für meinen Channel Padman Sports gedreht. Das war wirklich super, wieder nach längerer Zeit, weil mit Patrick kann ich nicht so alles zeigen wie mit jemandem, der schon seit Jahren trainiert. Er hat jetzt schon mittlerweile auch eigene Schule hier aufgemacht und so, es war wirklich super. Gleich 2 Videos aufgenommen, dass ich kleine Reserve habe. War wirklich ein toller Tag. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen. Die Kinder wollen auch die ganzen Attraktionen sehen, aber schauen wir mal, ob da nicht so viele Menschen sind, weil heute ist Freitag und am Freitag ist die Hölle los hier normalerweise. Aber jetzt ist noch nicht so spät, jetzt ist ungefähr 1 Mittag. Habt ihr diese Jungs gesehen mit den Stöcken? Ich musste da einfach hingehen und gleich zeigen. Und die haben das erstes Mal gemacht und das muss ich sagen, ziemlich gut. Ich habe denen gezeigt und gesagt, dass sie einfach mit ganzem Körper trainieren, realistisch trainieren, weil es gibt heutzutage so viele, die da Sachen zeigen, die auf der Straße nicht funktionieren. Das sage ich auch immer in meinen Kampfkunstvideos. Und deshalb habe ich ein bisschen was gezeigt, ein paar Techniken erklärt, wie sie es richtig machen. Aber die sind wirklich gut, die Jungs. Hauptsache trainieren, Hauptsache irgendwas tun. Leute, jetzt fahren wir langsam zurück. Es ist irgendwie heiß. Der André ist runtergefallen. Zeig André, schaut's mal an. Das passiert dir oft bei dem Roller, ha? Ja. Weil normalerweise ist das nicht gedacht, mit diesem Roller zu springen. Dafür sind so extra solche. Die sind so klein mit so kleinen Rädern. Aber egal. André ist genau so wie ich. Er muss immer spüren, sonst glaubt es nicht. Stimmt, ja. Genau so wie der Papa.